so großen Erwartungen. Aber ich bin mir fast sicher, dass es genau die erfüllen wird. Es sind so viele kleine und große Geschichten drin. Zwei so ambitionierte Teams, zwei Fanlager, die sich so hochgeschaukelt haben. Wie viele Top-Duelle werden wir heute auf dem Rasen erleben? Gut, dass Sie mit uns live dabei sind. Der SC Freiburg gegen den FC Augsburg. Unbedingt dranbleiben. So, und dann mal rein ins Europa-FC Augsburg. Drei Innenverteidiger, davor ein volles Zentrum mit unterschiedlichen Rollenverteilungen. Grundsätzlich ist es das Ziel, dominant zu sein und viel Druck aufzubauen mit dieser offensiven Formation. Jetzt kann es hier losgehen mit dem ersten Durchgang. Gefährlicher Ball jetzt. Starkes Tackling. Michael Gregoritsch. So, jetzt muss die Abwehr da sein. Möglichkeit zur Flanke. Na, da bleiben sie hängen mit der Flanke. Für den SC Freiburg. Eggestein. Oh ja, wunderbar. Richtig Wumms dahinter, vielleicht auch deswegen nicht ganz genau gekommen dabei. Würde auch sagen, weniger wäre mehr gewesen und dieses weniger bezieht sich nur auf die Power im Abschluss. Eggestein. Patrick Osterhage. Das ist Zweikampfstärke. Die Laufwege sind gut. Da sind genug Anspielstationen. Und Zweikampf gewonnen. Und jetzt sind sie hier durch. Maximilian Eggestein. Alles weg von den Freiburgern. Ruben Vargas. Vielleicht jetzt die Chance zu flanken. Es gibt Eckball. Na, schauen wir noch mal drauf. Das wäre um ein Hahntreffer gewesen. Kurze Ecke. Spielen Sie den Ball nochmal hin. Das ist eine starke Parade. Gut. Lukas Kübler. Blitz Doan. Vincenzo Grifo. So, steht da genau richtig. Kein Durchkommen. Wie geht mit einem Einwurf weiter? Jetzt können wir die Flanke spielen. Och, jetzt Ecke dabei. Völlig unbedrängt gewesen. Jetzt die Ecke ausgeführt. Das Ball ist erstmal raus. Vargas. Ja, steht da sehr gut im Passweg, hat den Ball. Der Ball kommt gut, kluger Pass. Los von den Freiburgern. Jakic. Ja, gute Übersicht.
Kurze Variante. Und das gibt wieder Ecke. Bringt den Eckball in die Mitte. Der ist aus der Gefahrenzone. Guter Gefahrenschlag. Chance jetzt auf die Führung. Ah, Torwart ist da, hält das Ding. Und jetzt kommt der Eckball. Der ist nicht gut genug geklärt. Ist raus aus der Gefahrenzone. Christian Günther. Gregoritsch. Gutes Zuspiel jetzt. Sehr aufmerksam. Gefahr ist bereinigt. Wolf. So, in den Lauf kriegt er den. Und jetzt über Marius Wolf. Wir lassen den Ball sehr gut laufen. Und da hauen sie den Ball erstmal raus. Gefahr vorbei. Und sie machen weiter Druck. Sie sind schon wieder vor dem Tor. Sehr gut geblockt. Gute Abwehrarbeit. Gut den Ball gehalten. Und macht da schon wieder klasse zu. Grifo. Augsburg mit deutlichen Vorteilen, was den Ballbesitz angeht in den letzten 15 Minuten. Und es kommt ganz sicher nicht nur mir so vor, als wäre die Führung hier nur noch eine Frage der Zeit. Herr Gregoritsch. Ja, und hier schauen Sie. Wo ist der Passweg mal offen? Wo ist die Chance? Und die Chance. Macht er den, dann sind sie in Führung. Er kann diesen Ball parieren. So, und jetzt der Eckball ausgeführt. Ja, macht er gut, knallt den Ball einfach mal hinten raus. Ruben Vargas. Maximilian Bauer. Vargas. Elvis Rex Bejay. Super gespielt, machen Sie den. Jetzt ist es passiert. Das hat sich angedeutet. So wie die hier spielen, dieses 1:0. Mit Blick auf die Wiederholung, da sehen wir diesen wunderbaren Doppelpass. Und das ist dann natürlich ein tolles Tor. Kurze Distanz, bleibt ganz cool. Und drin ist er. Für Freiburg macht also weiter in diesem Spiel. Jetzt in Rückstand. Mal schauen, welche Antworten sie finden. Der Abschluss.
Vargas. Marius Wolf. Immer wieder die Verlagerung, um irgendwie die Abwehr auseinanderzusetzen. Da ist der Pfiff, es ist abseits. Alle schauen sich fassungslos an bei dieser Entscheidung. Das ist ein super Ball hinter die Kette. Das ist ein guter Steilpass. Was ist das für ein Spiel? Da ist schon wieder der Ausgleich. So ist dieses Tor gefallen. Erst der wunderbare Steilpass und dann wird es richtig eng. Da sehen wir diese Ballbeherrschung. Verschafft sich ein bisschen Platz und macht ihn rein. Die Freude auf dem Platz über den Ausgleich und die Freude auch an der Seitenlinie beim Trainerteam. Sie sind zurück in dieser Partie. Eins, offenes Spiel. Ex-Bajai. Osterhage. Maximilian Eggestein. Günther. Das ist ein Zweikampf. Perfekt den Ball geholt. Den kriegst du nicht vom Ball getrennt. Könnte gefährlich werden. Ja. Ist da bei diesem Ball der Torwart. Und da ist die Nachspielzeit vom vierten Offiziellen. 2 Minuten. Michael Gregoritsch. Maximilian Eggestein. Let's go on. Oh, was ein Pech. Und jetzt ist Pause im Breisgau. Jetzt ist Durchschnaufen im Europaparkstadion. Wenn wir auf die individuelle Leistung schauen, finde ich, ein wirklich guter Auftritt in dieser ersten Halbzeit. Er hat ihn gemacht. Und weiter geht's. Durchgang Nummer 2 der FC Augsburg. Eröffnet. Oh, das ist ein gefährlicher Ball. So, Ball ist weg, rausgefaustet aus der Gefahrenzone. Große Fußballunterhaltung hier, gar keine Frage. Und es liegt an beiden Teams. Die spielen richtig guten Offensivfußball. So kann es gerne bis zum Ende weitergehen. Christian Jakic. Ballgewinn SC Freiburg. Guter Pass wird vielleicht was. Oh, was machen sie draus? Den kann er rausfausten, diesen Ball. Die Flanke ist gut, aber noch besser abgefangen. Sehr aufmerksam. Vincenzo Grifo. Und da holt er den Ball mit diesem Tackling. So, auf dem Flügel, da könnte was gehen für die Augsburger. Ah, und dann ist der Ball doch weg. Nicht gut ausgespielt.
Vargas. Oh, der sieht nicht ungefährlich aus. Und der ist wirklich drin. Von ganz weit hinten. Das war eine absolute Rakete. Nochmal dieses Tor. Das wird aus der Entfernung einfach mal draufgehalten. Da rechnen nicht viele mit. Aber wenn du den dann so perfekt triffst, dann geht er auch mal rein. Und wir machen weiter nach diesem 2:1. Alles gut mit dem Tor. Maximilian Eggestein. Der Steilpass sieht ganz gut aus. Gar kein Problem. Der ist so leicht zu halten, der Ball, Jan, weil der Abschluss nicht gut genug ist. Ja, aus der Position, Schmiso, ich glaube, da sind wir uns einig. Da muss viel mehr kommen in Sachen Abschluss. Das ist ein guter Ball. Ja, sehr gut zugemacht, den Passweg. Eggestein. Ja. Es gibt Einwurf, Freiburg. Lukas Kübler. Eren Dingci. Vielleicht jetzt die Hereingabe. Der Abwehr ist voll da, holt sich den Ball. Wir wechseln nochmal. Wie wichtig diese Ecke ist, das hört man an der Reaktion der Fans. Klar, der Mannschaft haben die wirklich guten Chancen gefehlt. Aber nun ist der Ausgleich definitiv noch möglich. Kurz gespielt. Ja, die sieht gut aus. Stehen sie gut, gut geklärt. Ja, da geht ein bisschen was. Nochmal der Pass, oder? Oh, das sieht nach einer dicken Chance aus. Es gibt Einwurf. Philipp Lienhardt. Ginter. Eren Dingci. Ah, Augsburg nicht sauber genug. Ball ist weg. Jetzt Dorn. Ah, ganz gut gestört. Ball ist weg. Das ist ein guter Steilpass. Kein Problem. Der Torwart mit diesem Kopfball. Maximilian Eggestein. Boah, ordentlich hingelangt. Wir schauen auf den Schiedsrichter. Das könnte eine gelbe Karte sein. So, und so wie er da reingeht, kriegt er gelb. Klare Sache, oder? Ja, eher unnötig, würde ich sagen. Weil viel zu hart. Könnte gefährlich werden. Und jetzt haben sie ihn gepackt. Da ist der Ausgleich. Noch 20 Minuten, dann sind wir am Ende der regulären Spielzeit. Dorn. Hinter die Kette, gutes Auge hier.
Das ist ein super Tackling. Den hat er richtig gut geholt, den Ball. Ja, abgezogen, nicht ungefährlich. Ja, das ist nicht so wirkliche Torgefahr. Da kriegt der Torwart keinen Puls. Kübler. Lukas Kübler. Ginter. 15 Minuten sind hier in dieser Partie noch zu spielen, bis zum Ende der regulären Spielzeit. Vargas. Gut den Körper reingestellt und den Ball geholt. Oh, der Pass sieht gut aus. Und schon zu Grefo. Sie lauern weiter. Es ist so ein Abwartespiel. Angriff, Abwehr. Oh, der kommt gut. Kriegt er den? Aber dann vertändeln sie doch den Ball. Meier. Und wir haben, ist das vielleicht schon so die letzte Chance auf einen richtig guten Angriff? Eren Dingci. Läuft. Oh, da können sie klären. Zum Einwurf. Ja, bei Freiburg kommt es jetzt also zum Wechsel. Vargas. Super im Zweikampf, geht vorbei. Das ist die Chance zur Führung. Und diese Das war eine der Szenen dieses Spiels. Vielleicht die Parade, die das Unentschieden festhält. Lange ist nicht mehr zu spielen. Ja, und ich bin bei dir. Eine der besten Paraden definitiv in diesem Spiel. Nehmen die kurze Variante. Ja, da stehen sie gut vorne drin. Und der Befreiungsschlag, keine Gefahr. Grifo. Die Fans des SC Freiburg, die hoffen, dass hier mehr drin ist als dieses Remis. Vielleicht geht mit ihrer Unterstützung von den Rängen jetzt sogar wirklich noch was. Jetzt wird es die Führung geben. Ah, super Parade, gut gemacht. Je später im Spiel, desto herausragender die Paraden. Was für eine Tat kurz vor Schluss. Es steht weiter unentschieden. Nikolas Höfler. Lindstorm. Den spielt er richtig gut. Und den packt er sich. Gut gehalten, der Ball. Ja, Passweg gut gespielt. So, und zwei Minuten hängen wir noch hinten dran. Freiburg kommt und es wird lauter. Die Fans sind sofort da. Und offensichtlich keine Lust auf Unentschieden. Die wollen noch mal. Die treiben noch mal an. Die wollen die späte Führung. Und jetzt wird gewechselt beim SC Freiburg. Jetzt sind wir durch, der Schlusspfiff, ein Remis. Der erste Elfmeter, vielleicht sogar der, wo die stärksten Nerven gefragt sind. Hat diesen Ball förmlich geahnt. Und drin ist er. Und klar. Das Stadion ist jetzt voll da, aber das musst du da unten. Oh, hat diesen Ball geahnt.
und verwandelt. So ein langes, so ein intensives Spiel, aber das und das Tor. Macht diesen Elfmeter rein. Jetzt müssen sie treffen, sonst war's das. Macht das Tor. Jetzt zittern hier alle. Wenn der drin ist, dann haben sie es geschafft. Und der ist es! Der ist es! Der Elfmeter, der ihnen hier den Sieg bringt. Und der ist großartig geschossen, Schmiso. Und jetzt ist der Jubel natürlich riesengroß.